Hallo und herzlich willkommen zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und wie ihr rechts unten seht, ist das ja Version 2.6 fix. Das ist, ja, 2.6 ist die letzte offizielle Version und der Fix ist ein Player-Community-Patch, der ein paar Fehler beseitigt, vor allem im Breitbild, weil das Inventar dann irgendwie komisch verkrampft wäre. Und es gibt ein, zwei Logikfehler in den Quests, die dadurch behoben wurden. Im Großen und Ganzen ist aber alles beim Original geblieben. Und was die Nacht des Raben auf sich hat und warum das so heißt, dazu erzähle ich mehr. Jetzt geht's erstmal los mit Intros. Viel Spaß! Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, wie ihr seht, gibt es einen kleinen Logikbruch. Am Ende von Gothic 1 sagt der Held, dass er rausgekommen ist und jetzt ein freies Leben führen will, und hier in Gothic 2 wurde er plötzlich verschüttet unter den Trümmern, aber na, ich glaube, das kann man dem Spiel verzeihen. Dann war es halt eben so. Dann hatte der erste Teil am Schluss halt Unsinn geredet. Vielleicht hat er ja auch am Schluss gedacht, er kommt raus und hat es gar nicht wirklich geschafft, ja, und hat das Intro eingesprochen, bevor er eingeklemmt wurde. Ich habe gerade gesehen, am Ende des Vorspanns kam kurz die Nacht des Raben, denn die Nacht des Raben ist eine Erweiterung. Aber zunächst mal befinden wir uns hier im Hauptspiel. Und hier gibt es eine neue Bedrohung, nämlich... Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Belias Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt, diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Musik
Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Moment. Das ist die neue Bedrohung aus der Nacht zu haben. Interessant. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinis. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Kurz zur Erklärung, das Minental von Korinis, das ist da, wo Gothic 1 gespielt hat. Ja, dahin kommen wir wieder zurück. Die Frage ist nur, was können wir tun? Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Okay, was ist das denn genau? Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Interessant, das heißt, ich könnte sogar jetzt einfach reinstürmen, mir das Ding klauen und anlegen, dann wäre alles okay. Ich bezweifle aber irgendwie, dass das klappt. Es hat ja im ersten Teil schon so wunderbar geklappt, als ich den Brief abgeben musste in der Burg. Das hier ist ganz ähnlich, nur dass ich halt nichts hinbringen soll, sondern etwas holen soll. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das Wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Cool, alles. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist doch gut so. Ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen, weil mir das Intro über die Drachen gefehlt hat. Oder habe ich das gerade verpennt?
Erstmal kann ich Exalas noch ein paar Fragen stellen, bevor er hier weiterliest. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Na gut, dann lass mich mal eben kurz dieses Buch da lesen. Ach verdammt, jetzt war ich zu langsam. In Gothic 2 gibt es nämlich eine kleine Neuerung gegenüber Gothic 1. Und zwar, wenn man Bücher zum ersten Mal liest, kriegt man 25 oder so Erfahrungspunkte. Zum Beispiel hier ein Buch über Tränke am Alchemietisch. Leider ist jetzt der Buchständer halt blockiert von Xardas. Da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Naja, egal. Es gibt so nette alte Steintafeln und die Steuerung ist ein bisschen anders, deswegen habe ich die gerade fallen gelassen. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich noch nicht lesen. Noch nicht, wohlgemerkt. Das kann man lernen, das zu lesen. Womit denn? Und wenn man das dann kann, dann ist das ähnlich wie die Bücher, dass man einen einmaligen Bonus bekommt, allerdings weniger Erfahrung als vielmehr auf irgendwelche Eigenschaften. Zum Beispiel Stärke oder Geschick. Und irgendwo hier, ich glaube da war es, ja, gibt es einen geheimen Schalter, der dieses Tor hochzieht. Und hey, Xardas hat gesagt, ich kann mir nehmen, was er hier hat. Also mache ich das doch einfach mal, ne? Er hat ja gesagt, ich darf. Und da ruckelt das Spiel. Was soll das? Bisschen Gold und zwei Zauberrollen. Zwei Zaubersprüche. Ja, Gothic 2 ein bisschen höhere Hardware-Anforderungen als Gothic 1. Ich hoffe dennoch, dass ich das... Ich habe ein bisschen rumgespielt mit den Aufnahmeeinstellungen und das sollte jetzt eigentlich größtenteils funktionieren. Ja, Xardas hat gerade gesagt, er will nicht, dass die Feuermagier wissen, wo er ist. Und dafür hat er sich aber meiner Meinung nach ein nicht allzu kluges Versteck ausgewählt. Denn diesen hohen Turm, den dürfte man von so ziemlich überall sehen. Aber gut, seine Entscheidung. Was mich auch so ein bisschen stutzig macht, er hat gesagt, er ist Dämonenbeschwörer und er will die Klaue Belias. Vielleicht ist er ja der Böse. Keine Ahnung. Hier zum Beispiel gerade wieder 25 Erfahrung und ein paar Infos über Jagd und Beute. Leider lerne ich daraus nicht, wie ich Tieren das Fell und so abziehe. Ich weiß allerdings, dass ich es lernen kann bei einem entsprechenden Lehrer. Hier zum Beispiel jetzt auch über Blutfliegen und Minecrawler. Alles, was ich jetzt tue, ist die Bücher durchgehen, um die Erfahrung abzustauben. Und hier sieht man zum Beispiel, dass ich aus einer Goblin-Beere ein Elixier der Geschicklichkeit machen kann. Oder aus einer Drachenwurzel ein Elixier der Stärke. Das wird deswegen interessant, weil diese Pflanzen später plus 1 auf jeweils Geschick oder Stärke geben. Aber da ich das jetzt weiß, dass ich daraus Tränke brauen kann und einen stärkeren Effekt kriegen kann, werde ich mir die aufsparen für später, wenn ich die Tränke brauen kann. Ja, ein bisschen Info über die Insel. Denn Korinis liegt ja auf einer Insel. Samt Minental. Und Angriff ist die beste Verteidigung, bla bla. Das wissen wir ja schon aus dem ersten Teil. Ich habe weder einen Dietrich noch den Schlüssel. Wie praktisch, dass hier ein Schlüssel liegt.
Und noch ein bisschen Gold, ein Zauberspruch, zwei Dietriche und ein Dolch. Yay! Und wenn ihr euch fragt, woher ich das alles wusste, naja, ich habe das Ganze, wie gesagt, schon mal ein bisschen getestet, die Aufnahme einzustellen. Und ich habe schon ein bisschen gespielt. So, ja, die erste Viertelstunde ungefähr. Gut, da geht's wieder zurück zu Xanas. Ich frage mich, ob er jetzt irgendwas Neues zu sagen hat, nachdem ich seinen Turm ausgeräumt habe. Hey! Ah! Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Cool, danke schön. Okay, das war jetzt also alles hier in Xadars Turm. Wir kennen die Bedrohung, die beiden Bedrohungen, die Drachen einerseits und die Diener Belias andererseits. Belia ist der böse Gott. Darüber wird man noch ein bisschen mehr erfahren im Laufe des Spiels. Das wurde ja im ersten Spiel ein bisschen vernachlässigt, die Götterwelt hier in der, ja, also die Götter hier in der Gothic-Welt. Ganz grob kann man sagen, es gibt drei Götter. Innos, das ist der Feuergott, der gute Gott sozusagen. Dann gibt es Belia, das ist der Dämon oder Gott, der böse Gott. Und es gibt Adanos, das ist der Wassergott, der quasi in der Mitte steht und für Ausgleich sorgt. Den haben auch die Wassermagier im ersten Teil öfter mal erwähnt. Ja. Aber im Großen und Ganzen wird man darüber noch relativ viel im Laufe des Spiels erfahren. Also muss ich da jetzt nicht so tief in die Materie einsteigen. Aber hier gibt es auch ein paar Pflanzen, die ich mir gerne mitnehmen würde. Und hier ist es auch tatsächlich so, wie ich das am Anfang im ersten Teil meinte, aber leider falsch war im ersten Teil. Und zwar, wenn man ganz viele von den Pilzen isst, von den Höhlenpilzen oder Höllenpilzen, dann bekommt man Mana dazu, plus 5. Und das gleiche passiert mit Äpfeln und Stärke. Das heißt, wenn ich ganz viele Äpfel esse, dann kriege ich Stärke dazu. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, was ich später werden will, ob Magier oder Kämpfer, aber ich werde mir in jedem Fall diesen Effekt aufheben für spät im Spiel. Denn Gothic 2 an sich ist zwar relativ einfach, aber mit der Erweiterung, die Nacht des Raben, also die Nacht des Raben ist eine Erweiterung dafür, die hat das Ganze um einiges schwieriger gemacht. Unter anderem braucht man jetzt am Anfang zwar nur, wie bisher, nur einen Lernpunkt, um einen Punkt zu steigern. Aber sobald man gut genug in der Sache ist, braucht man 2 Punkte und dann irgendwann 3 Punkte, um es weiter zu steigern, sodass man halt nicht mehr wirklich extrem gut werden kann. Und da kommen dann diese Einmal-Boni gerade recht, die halt am Anfang zum Beispiel, wenn es plus 5 gibt, nur 5 Lernpunkte sparen, aber halt am Ende, wenn ich 5 Lernpunkte bräuchte, halt eben 25 Lernpunkte mir zusätzlich geben. Gut, das soll es aber jetzt mal für die erste Folge gewesen sein mit Xadars Turm. Da vorne seht ihr einen Wasserfall. Und da wird es dann auch nächstes Mal weitergehen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch bei Gothic 2 wieder dabei. Und auch beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.